So, Freunde der schlechten Unterhaltung, heute, oder erstmal herzlich willkommen zu meinem mittlerweile fünften Let's Play zu Dishonored. Die letzten Tage kam leider kein Let's Play, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, Dishonored zu spielen. Letztes Mal sind wir dem komischen Typen im Traum begegnet. Und heute gehen wir einfach mal dahin, wo wir hin sollen. Ich glaube, wir müssen nach ganz unten. Ja, genau da ist er. Hören wir uns nochmal an. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Gut. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Ja, halt immer. Erstellen und verbessern, wenn du ihn bezahlst. Okay, gut. Er ist ein Meister der Strategien, wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Gut, dann wollen wir den mal. Corvo, hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Okay. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Du Psycho, Alte. Ich vermute, sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel... Jeff Kernow dient immer noch als Hauptmann. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als hier zuzuhören, Mann. Ein guter Mann und mein einziger Verwandter. Mhm. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Ah ja, habe ich. Und jetzt. Als Attentäter. Ja, super. Und jetzt wird's ein Keks. So, jetzt haben wir ja Mission Service aktualisiert. Ja, ist mir egal. Auf zu Samuel, dem alten Kerner. Sagen Sie Bescheid. Hab ich nicht gesagt, ne? Ja. Die gute alte Moske. Distillierebezirk. Oberste Kampel. So. Müssen wir uns sonst weiß. So, kommt jetzt erstmal eine Videosequenz, oder? Ja. Kein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Stimmt, es ging um eine Seuche. Immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Okay. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Die schmeißen da irgendwas runter. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei ihnen. Ist ja nicht so, dass hier irgendwie die Typen da so Leichen runterschmeißen oder so. Nein, das ist ja Quatsch. Ist ja nichts los. So, jetzt kann ich aktualisieren. Sei vorsichtig, Verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Oh, wait. So, warte mal. So, Missionshinweise. Die Stadtwache kontrolliert den Covering Boulevard jenseits der ersten Lichtwand. Die Bottle Street Gang herrscht über den Blablabla. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der... Okay. Ich soll jetzt neutralisiere Oberaufseher Campbell. Oder erstmal überwinde die erste Lichtwand. Okay. Mieser, dreckiger Abschaum.
Wie kann ich die nochmal von hinten töten, ohne dass sie umschreien? Was geht? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da. Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. So. Ja, die Typen lauern auch nur scheiße. Oh, da ist einer. Okay. Achso, ist ein Überlebender. Okay, den ziehen wir einfach mal ab. Kleine, schmutzige Ratte. Ja, Pussy. So, was haben wir denn hier? So? Oh gut, ich habe mich nicht verklickt. Nein. Gut, ich dachte jetzt... kommen jetzt 12 Millionen Menschen. Die schmeißen hier jetzt alles runter, so. Wie viele sind hier denn? 1, 2, 3. Gut, ich glaube die... Okay, das war knapp. 1, 2, 3, hoch! Lol. Wieso stirbst du nicht? Runter mit dir. Runter mit dir. Und runter mit dir. Ihr Noobs. Ihr Opfer. So. Da hinten. Achtung, Bürger von ist keiner mehr. Hier sind keine mehr. Hier werden doch wohl noch irgendwelche Waffen sein. Oder habe ich denn alle? Waren das nur die drei? Mit Bedauern gebe ich bekannt. Okay. Dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte. Ich hiel mich einfach mal, weil ist ja normal, dass das anfängt. Außerdem sind in dieser Krisenzeit die Aufseher. Wie geht das nochmal mit Abwehren? Verstärkung links. Und du stirbst auch. Dreckspiel. Ihr kommt alle in die Ecke. Ach ja, genau, den muss ich ja töten. So. Die Vögel sind. Huh! Da, die Vögel sind alle tot. So, du kannst die Lichtschwert auf verschiedene Weise überwinden. Hä? Hä? Oder hä? Ich habe jetzt einfach mal den direkten Weg genommen. Das sieht auch so aus, als würden nicht mehr so viele werden, aber ich glaube, ich habe hier noch irgendwas übersehen. Hier muss doch noch irgendwas sein. Was sind das hier für Dinger? Okay, ich kann Ratten kontrollieren, aber das kann ich glaube ich erst später. Ich würde gern. Achso, hier sind Drohnen. Ah, da hinten ist ein Knochenartefakt. Okay, das soll ich ja gar nicht vergessen. Kein Bock hier alles 23.000 Mal abzulaufen. So, hier ist ein. Achso, hier muss ich mich da wahrscheinlich. Okay. Ach nee, ich muss da C drücken. Ich hätte gern sowas in der Taschenlampe, das wäre irgendwie wohl was. Hä? Ach ja, ich habe... Nachtsicht habe ich. So. Da liegt ein Knochenartefakt. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich hier rüberkomme. Ich kann schwimmen, oder? Ja. Dann komme ich bestimmt hier an der Wand. Alter, schwimmt der langsam. Ich komme bestimmt hier an der Wand irgendwo hoch, oder? Ich hoffe es. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ach komm. Bitte. Lass mich hier irgendwo hoch. So. Jetzt kann ich hier lang noch. Genau. Oh, ich bin so gut, ne? Ich kann mich an so viele Sachen noch erinnern. Oh. Jetzt muss ganz nach oben. Und einfach mal in das Gebüsch springen. So. Hier mal was Gutes zu essen. Das machen wir kaputt. Knochenartefakt. So, Knochenartefakt verleihen dir eine überlebende Vorteile, du findest ihn in ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte lässt sich. Ach so, damit kann ich Sachen. Oh, ja, das will ich nicht so viel.
Yay! Oh. Ich dachte, ich hau ihn jetzt ganz entspannt ins Wasser. Okay, eine Drückknochen-Artefakte. Sehr haut. Deine maximale Gesundheit wird leicht erhöht. Und beenden. Cool, jetzt habe ich eine höhere Gesundheit. Oh nein! Wieso mache ich das nicht wie jeder normale Mensch auch und laufe einfach irgendwo runter? Nein, ich muss springen und mich selbst verletzen. Ich kenne das. Ich habe auch bald vor, mal eine Facecam zu machen. Aber ich finde einfach, dass es nicht lohnt mit meiner Webcam, die ich jetzt habe. Weil die einfach mal ultimativ scheiße ist. Deswegen werde ich mir demnächst auch einfach eine neue zulegen. So, jetzt gucken wir nochmal das Herz. Dann ist hier hinten ist noch eine Rune. Damit müsste ich jetzt theoretisch da hochkommen, oder? Oder ich gehe einfach wie jeder normale Mensch. Einfach. Nicht zu gut. Da unten ist eine Rune. Da will ich hin. Ach so, hier ist das diese. Ja, ich weiß, wer das ist. Das ist diese kranke alte. Die Lumpengräfin. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Ist die blind? Ich glaube, die ist blind. Naja, gut. Dann... Ja, mach's noch dunkler, Blue Ru. Rudi, mach's noch dunkler. So. Irgendwie vertraue ich den Typen nicht. Wir wollen die Part holen. Sie ist aber auch nicht dumm. Mach's doch besser. Wir holen dein Geld, Großmutter. Wir verschwenden unsere Zeit. Wie viel kann sie schon haben? Sie verdient ihr Geld im Müll. Okay. Ich hoffe, dass... Ach ja, ich kann mich vielleicht mal vorher noch healen. Ist ja gar nicht mal so blöd und ein Mana-Trank. Hallo? Schau dir das an! Wer so aussieht, hat auf der Bottle Street nichts verloren. Diese Kluft muss teuer sein. Ja. Und jetzt? Ich habe die Tür wieder zugemacht. Was wollt ihr... No, ach du Scheiße. Ihr könnt alle schön schlafen. Ihr Opfer. Ihr Opfers. Auch gut. Ja? So. Wo ist denn der letzte Typ? Eins, zwei? Hä? Hab ich da noch drei, oder? Ich hab doch jetzt zwei weggebracht. Eins. Zwei. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Wo ist der da bitte? Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Okay, jo, der dritte ist einfach mal verschwunden. Ich fürchte, die werden für heute traurig. Ja, er verschwindet einfach. Okay, gut. Egal. Naja, wir können ja jetzt einfach mal das alte die Rune hier holen. Yay! Eine von sieben haben wir. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften.
Ich sah, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ihn umnieten, würde ich mal sagen, oder? Das ist doch mein Auftrag. Wieso sollte ich ihn nicht umnieten? Ja, jetzt nehmen wir einfach mal die Vitalität als nächstes. Du besitzt eine weitere Gesundheitsanzeige. In der zweiten Stufe regeneriert sich deine Gesundheit stärker und schneller. Okay. Okay. So, ich will mal sagen, da ich ultra Angst vor der Lumpengräfin jetzt habe, bleibe ich hier bei meinem komischen Artefakt, bei meiner komischen Rune und bei dem komischen Traumtypen. Und verabschiede mich erstmal und sage erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Eiskaffee. Bis dann.